Hier ist das Erfolgsrezept, wie man keinen Erfolg hat. Das ist mein Erfolgsrezept, wie man keinen Erfolg hat. Hier war gestern noch eine GoPro drin, die ist jetzt aber leider weg. Machen wir die. Oh Mann, ja, wie viel kann man denn machen? 200.000. Oder du hast halt ein virales TikTok. Bro, dann kannst du nicht mal so spielen. Sag ihm ein... Scheiße, Mann, du kannst echt nicht spielen. Bro, er kann unsere eigene Tour nicht spielen. Ja, Bro. Bro, ich hab dich schon mal. Ich hab dich schon mal. Ich die Screenshot zeigen. Er zeigt die Screenshot. Er zeigt A&R Screenshot. Guck mal, Screenshot von 2018. Ich sag nur, hier guck mal bei Spotify. Das klingt doch eh gleich wie Scheiße, Digga. Der Typ hat keine Existenz als Musiker ohne Thilo. Er muss immer nur die Songs spielen, wo Thilo auch drauf ist. Ich mach Vlog jetzt. Wir vloggen jetzt auch. Wir vloggen jetzt. Wir haben auch gestern schon gevloggt, aber die Vlogkamera ist irgendwie. Die Vlogkamera ist gone. Hast du jetzt nicht gefilmt oder was? Doch, doch, ich filme. Einmal mit Profis arbeiten. In Schweden läuft es halt anders alles. Was machen die hier überhaupt? Ich dachte, ihr macht die Setlist hier. Wird ja nur gechillt bei euch. Setlist machen, Digga. Nur gechillt bei euch, sagt der. Icosh hier. Sagt der Smokey OG, Digga. Der Top-Chiller. Digga, was macht Smokey OG eigentlich den ganzen Tag? Seit 2015 kennt er. Normal, Digga. Mac runs, Mac runs. Ich hasse Solo-Sets. Ja, würde ich auch, wenn ich dein Katalog hätte. Gefilmt. Oh, der Tourmanager Nummer 1 mit einer Rolli. Normal, Digga. Digga, normal bei uns. Bro, also. Hey Vince, wir machen Soundcheck und dann fahren wir Friseur. Ja, der Friseur. Du, Costa und ich. Ich muss zum Friseur oder was müssen wir damit sagen? Nee. Er will eigentlich schlafen, glaube ich. Achso, du willst pennen? Wir finden eine Lösung. Leute, Kaffee rein. Ich habe nur ein bisschen Sinn, so wie Kalen. Hat doch mal den Blister aus dem Weg gestellt. Doch die Schiffe jagt dir, wird dir alles weg. Ist nicht immer richtig, Little Bro, wenn sie schnell. Da werden die Wochen drauf, wo ich schaue. Da haben sie immer noch sich eigentlich besser. Der Weiß, man nimmt mich am Stretch, dann nimmt sie mich. Zeig mal hier die Wahrheit. Wie Rapper leben. Machst du. Wir gehen jetzt zum Friseur. Wir müssen ja gut aussehen für euch, wenn wir schon nicht gut rappen können. Schon zu alles gesagt. Friseur anrufen jetzt. Bitte mach gute Übergang, bitte. Bitte mach Paperfade, bitte mach schnell. Hier ist meine Gegend. Ich habe von München aus ziehe ich hier die Fäden. Die Fäden. Und mal schauen, ob der Friseur uns reinlässt. Oh yeah. Opa Allmanns macht. Machst du einmal bitte Bart und Seiten. Hallo. Der Fresh. Fresh Boy. Erstmal ein Cappuccino. Du hast auch Bart gemacht, oder was? Oh ja. Digga, als er gesagt hat, ob du Kontur magst, hättest du sagen sollen, ja. Ja? Ja. Scheiße, Mann. Dann hätte er also, es ist schon nice, aber er hätte noch mehr rausgeholt. Was machst du denn da? Ey, Tilly, die in meiner Bag, ja. Fertige Tilly, no cap, ja. Sie will mein Dick wegen Swag, ja. Tilly, die in meiner Bag, ja. Tilly, die in meiner Bag, ja. Fertige Tilly, no cap, ja. Sie will mein Dick wegen Swag, ja. Tilly, die in meiner Bag, ja. Leute, Berlin schon hinter uns. Schaut an Berlin, schaut an unsere KriegerInnen /innen. Wir holen uns jetzt einen Kaffee und wir haben noch eine Fahrt vor nach Wien jetzt. Wie lange? Wir sind gar nicht fertig oder so und fahren jetzt 7 bis 8 Stunden nach Wien. Smokey hinter der Kamera. Die anderen sind im Tourbus am Pennen, wir fahren hinterher. Ja auch, Vince, der Fahrer. Servus. Guten Morgen. Ja, jetzt geht's erstmal Mentos kaufen. Käffchen, Mentos, Kaffee fällt aus. So, komm, wir zeigen euch, was man so kaufen kann. Mauernkracher. Komm, lass Mauernkracher holen. Mauernkracher und Gutsles noch vielleicht. Die mag ich sehr gerne. Ah, die mag ich nicht so. Gummischlümpfe. Was kannst du bei einem 15? Käsekuchen, das plus ein Kaffee. Was
Was holt er sich? Ich hab noch so ein Carport, aber... Was ist das? Ja, jetzt 30 Euro für sowas rausklatschen. Jordi, es gibt doch Gage von den Jungs. Hol doch. Digga, der arme Kerbo, Digga, der macht das alles mit. Du bist sicher nicht so ein Panini-Sebi. Für später so ein Pastrami. Das ist alles. Sebi, das Pastrami ist ein Fisch. Das Pastrami ist. Krass, aber was eigentlich. Cup. Gestern Berlin gespielt. Davor aus Hamburg nach Berlin gefahren. Berlin gespielt. Danach, ohne zu pennen, nach Wien gefahren mit Auto. 8-9 Stunden. Jetzt sind wir hier heute Abend, B72. Ein bisschen mit den Wienern singen. Ich war in Wien mal auftreten vor 5 Jahren. Das war mein schlechtester Auftritt. Ich habe meine Texte nicht gekonnt. Ich habe die Crowd beleidigt. Ich wurde auch von der Crowd beleidigt. Ich habe meinen Auftritt dann auch abgebrochen. Und heute werde ich es besser machen. Heute können wir saufen. Tourmanager ist seit 3 Tagen drauf. Oh, du rauchst Zigaretten, dann kannst du direkt mal eine für mich eventuell abgeben. Dankeschön. Hast du die ganze Zeit gesehen? Ich hab. Jetzt setzen wir uns an den Fluss und trinken erstmal eine Masch. Die sind ausgebucht wegen dem Litkids-Konzert heute. Die gehen alle dorthin. Ein Cappuccino. Hast du zu mitnehmen, ja? Nehmen wir mit, oder? Nee, das ist gut, hinter das Runde. Hier? Ja. Nehme ich sein Frühstück. Das ist aber alles egal. Hauptsache, ich habe mein Essen in meinem Bulli. Das Rest ist mir egal. Bezahlen soll jemand anders, ist mir auch alles egal. Ich bin nicht still. Recording. Und Leute, ich probiere jetzt halt hier einen leckeren großen Biss. Mm. Boah, der sah lecker aus, ne? Ja. Dann gucken wir mal, oder? Leitprodukt ohne Zucker. Das will ich jetzt essen. Smoky. Film ist Smoky. Leute, in Wien, ich esse zum ersten Mal ein Wiener veganes Schnitzel. Mal gucken, wie das schmeckt. Das ist ohne Gelatine oder mit? Das ist ohne Gelatine und ohne Tierfleisch. Das sieht krass aus. Schnitzel dabei. Wenn Bilal Fax macht, wir geben ihm Bombay. Ach komm, Bilal, ich weiß nicht. Digga, Bilal, RSD, ich glaube, er macht Auge auf unsere Tour, ne? Bilal. Wir müssen irgendwie schauen, was wir machen mit den Jungen. Bilal. Auch gestern, er hat die ganze Zeit gelacht über uns. Bilal. Hat er uns ausgelacht. Hilfst du? Ja. Yeah. Ja, dann seht ihr Bilal. Das ist der Mann mit dem Basketballkopf. Der will schon wieder nur Faxen machen die ganze Zeit. Komm mal her. Dann hier, VIP-Area. Hier ist VIP-Area? Ja, ja. Von hier hat man dann auch die optimale View und so. Dann nicht warm zu werden. Komm, einer geht noch, komm noch zwei, komm. Ich glaube, das ist so, wie Bilal unsere Tour ernst nimmt. Das ist die ganze Zeit schon so. Und ich glaube auch nicht, dass es noch besser wird. Da hinten haben wir Kerbo, der bereut es komplett mit uns unterwegs zu sein. Tut jetzt so, als würde er irgendwas suchen in seiner Tasche. Und dann haben wir hier noch Greg. And he's one of the best individuals in our team. Without Greg, nothing would work. Look what he do with the tape. Er macht wieder alles. He's doing all the shit. Once, back in a time, he spoke German. But then he was like, I don't ever speak German again. And now we always have to talk English, because he don't wanna talk English again. Okay, Leute, komm. Hier steht der Kadeček. Hier würde gerne Bilal stehen, aber... So viel zum Thema Bilal.
parken die dann hier, der wird die ganze Zeit hier spielen mit den Kids. Hey, hey, er sagt, guck mal, wie wenig ich die Tour ernst nehme. Guck dir mal Malte an, was er da macht. So, der ist da irgendwie am großen. Also T-Shirts 35 Euro, Longsleeves 50. 40. Ja, bleibt so dann, ne? Das ist das Erste, was die Leute sehen. Maskottchen halt so. Wir haben uns gedacht, so, wir müssen unser Potenzial völlig ausschöpfen. Ich weiß nicht, ob wir es so gut hinbekommen haben auch. Aber ja. Das Krasse ist halt, auch du machst halt richtig Geld mit Merch und so. Wenn man hier Kasse schon. Wie viel habt ihr schon verkauft? Bro, bis jetzt hat in jeder Stadt alles, was wir dabei hatten, weg, ausverkauft. Ja, aber Costa actet heute nicht so wie ein Actor. Was? Ich? Ja, sag doch auch mal was zu deiner Tour. Meine Waffen habe ich dabei. Ich habe einen Waffenschein. Zeig den Schein. Das sind auch Waffen. Das ist mein Waffenschein. Moschino. Kino. Rich. Designer Man. Hast du es gesehen? Der Iced Out Tag Team. Ey, auf YouTube-Videos zu gucken, wie leid. Ey, ich muss hier arbeiten. Ich bin nicht derjenige, der jeden Tag das Set umändert und deswegen muss ich es jetzt mal neu machen und neu ausdrucken lassen. Ändert er immer, der Sebi? Jeden Tag. Ey, Digga, Kevin. Lach mal. Nein. So ist das. Ey, Digga, Kevin. Der Meister. Hier, ey, Digga, Kevin. We brought KDM Shade to Vienna. The real. Ich bin schade, dass die Bayern nicht mehr so geht wie früher. Und warum sag ich euch ein ganzes Traum? Es reicht keine Lei, nein, es reicht keine Lei. Ich bin schade, dass die Bayern nicht mehr so. Ich konnte, glaubst du mir das, einen Tag in meinem Leben.